Wenn wir Meteorite und deren Komponenten, wenn wir planetare Prozesse wie Differenzation, Krustenbildung und so weiter datieren wollen, brauchen wir dazu geeignete radioaktive Zerfallsysteme. Geeignet heißt in dem Zusammenhang, dass sie eine bestimmte Halbwertszeit haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt relative Alter bestimmen wollen von CAIs und Chondren und so weiter, sind Zerfallsysteme geeignet mit Halbwertszeiten von ein paar hunderttausend Jahren. Und um solche Zerfallsysteme zu finden, eignet sich hier so ein kleines Programm, das ich mal geschrieben habe. Hier kann man jetzt die Halbwertszeiten einstellen. Eine minimale Halbwertszeit, also T0,5 ist die Halbwertszeit, und die maximale Halbwertszeit, also T0,5. Zunächst muss man sich hier mal die Einheit aussuchen. Ich habe jetzt mal 1000 Jahre gewählt. Wir wollen jetzt relative Alter bestimmen, CAIs und Chondren und so weiter. Und auch für die Maximum, fürs Maximum eben auch 1000 Jahre. Und dann setze ich das Maximum hier einfach mal hoch und dann sieht man sofort, man kriegt hier eine riesen Liste. Hängt natürlich damit zusammen, dass 1000 Jahre vielleicht ein bisschen wenig ist. Das heißt ja, nach 10 Halbwertszeiten ist ein System, gilt ein System mehr oder weniger als ausgestorben. Das heißt, schon bei 100.000 Jahren wäre es nach 1 Million Jahre ausgestorben. Also wir können hier mal locker auf sowas wie vielleicht 200.000 Jahre gehen. Also ungefähr. Und dann wird die Liste hier schon kleiner. Und dann setze ich mal das Maximum der Halbwertszeit auf 1 Million Jahre. Und dann habe ich hier schon eine Liste, die sehr überschaubar ist und mit der man sehr viel anfangen kann. Ich könnte immer noch, wenn es mir nicht reicht, hier ein bisschen runtergehen oder sowas und vielleicht kriege ich dann irgendwann nochmal ein bisschen mehr, wobei arg viel kommt dann auch nicht mehr dazu. Die nächste Frage ist natürlich, welche Systeme sind überhaupt geeignet? Und wenn man dann mal hinschaut, sowas wie Selen, Wismut, Plutonium, Curium und sowas, das ist natürlich extrem gering konzentriert und daher vielleicht nicht so geeignet, um vernünftig was zu bekommen. Ein System, das sehr häufig genommen wird, ist Aluminium 26 hier oben mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 700.000 Jahren. Das heißt, so nach 3-4 Halbwertszeiten, wenn noch ausreichend Material vorhanden ist, man es gut messen kann, sind erst so ein paar Millionen Jahre vergangen, vielleicht 2-3 Millionen Jahre vergangen. Also es ist ein sehr geeignetes System, gerade für diese kurzlebigen, für diese relativen Alter von CAIs, Chondren und so weiter. Wenn man jetzt relative Alter bestimmen möchte von Meteoriten und aber auch weitere Komponenten oder sowas, hat man gern Systeme, die so ein paar Millionen Jahre haben. Das heißt, ich setze mal hier das Ganze auf Millionen, hier unten auch auf Millionen und fange dann mal bei 1 Million Jahre an und gehe mal auf sowas, wie sagen wir mal, 5 Millionen Jahre. Und dann bekommt man hier natürlich eine neue Liste, jetzt mit Millionen Jahren Halbwertszeit bei dem Ganzen. Und hier findet man dann so Systeme, die dafür gerne genommen werden. Das ist zum Beispiel Mangan 53, zerfällt dann zu Chrom, Eisen 60 hier. Die anderen Systeme sind oftmals nicht so besonders geeignet, gerade seltene Erden oder sowas, die sind natürlich auch schwierig zu messen. Beryllium 10 kann teilweise noch genommen werden und so weiter. Aber hier kann man auch dafür sehr schnell was finden. Denn wenn man sowas wie Kernbildung datieren will, nimmt man gerne sowas wie, dann fangen wir vielleicht hier bei 5 an und gehen hier mal auf sowas wie, sagen wir vielleicht 20 Millionen Jahre. Und dann hat man diese Systeme, die sich dafür eignen, da ist so das mittlerweile klassische System Hafnium 182, aber auch Palladium 107 kann man dafür nehmen oder Jod und so weiter. Wie gesagt, Curium, das ist vielleicht schon wieder eher schwierig. Und wenn man sowas wie Manteldifferenziation in differenzierten Planeten nehmen will, dann hat man vielleicht, ist man eher im Bereich 100er Millionen Jahre. Also gehen wir hier mal vielleicht auf 20 und hier auf 200 und hat dann solche Systeme, die auch dann hier genommen werden, wie eben beispielsweise Samarium 146, das dann zu 142 Neodym zerfällt. Und schließlich für die wirklich langen, absoluten Alter, da nimmt man dann gerne sowas von vielleicht, fangen wir hier mal bei 500 Millionen Jahre an und gehen hier mal zu sowas wie, das heißt, wenn man 200 Milliarden Jahre nimmt oder so, und dann kriegt man natürlich auch hier für die klassischen langlebigen Systeme wie Rubidium 87, Samarium 147, 176, Lutetium und natürlich auch die Uransysteme und Thoriumsysteme.
und Rhenium. Also das ist alles, was man hier so kennt für diese Langlebigen. Aber mit so einem kleinen Programm hier kann man sehr schnell sich eine Übersicht darüber verschaffen, welche Systeme geeignet sind und welche man sich auswählen möchte oder welche man vielleicht hier neu entwickeln möchte. Aber das sind die geeigneten Systeme, das heißt die Zerfallskonstante für diese verschiedenen genannten Alte, die man bestimmen möchte, relativ Komponenten zueinander, Differenziation, Krustenbildung und so weiter.